Meine Herren, ist das eine Dämse draußen. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren, ne? Es ist halt Sommer, ne? Und wird ja auch langsam Zeit. Wir haben es jetzt, glaube ich, draußen um die 28 Grad. Da schwitzt man schon. Und wenn ich so ein bisschen aus meinem Nähkästchen erzählen darf oder von mir privat, ich habe eine echt coole Dachgeschosswohnung. Wenn die mal so cool wäre. Also zumindest nachts. Da schwitze ich mir echt eine ab. Ich habe mir so ein Teil hier zum Beispiel mitgenommen. Das ist hier unser Maxmi Luftkühler mit Befeuchtungsfunktion. Das könnt ihr natürlich ganzjährig nutzen. Einmal im Sommer natürlich dementsprechend zum Kühlen. Ne, der pustet hier auch so richtig schön dann ein bisschen Wasser mit raus. Das kann man befüllen. Da passen 230 Milliliter Wasser mit rein. Ne, da pustet er natürlich so ein bisschen Wasser mit raus, befeuchtet die Luft, macht das ein bisschen frischer. Im Winter übrigens auch ideal für die trockene Heizungsluft. Ne, kann man natürlich auch machen. Wenn ihr das nicht wollt, schaltet es einfach auf 1 und er pustet letztendlich nur einfach kalte Luft vorne raus. Das Ideale daran ist, weil einen normalen Lüfter kennt er ja auch, der pustet halt nur die Luft, die hinten irgendwo angesaugt wird. Und hier haben wir natürlich die super Geschichte, wir haben hier einen Kühlakku drin. Und das Ganze füllt ihr einfach nur mit Wasser in den Tiefkühlschrank. Dann, wenn das Ding gefroren ist, hier hinten rein und durch den Lüfter, der hier hinten eingesetzt ist, pustet der natürlich an diesem eiskalten Kühlakku vorbei und pustet die Luft vorne raus. Und damit er dann nicht auf dem Trockenen sitzt, es gibt gleich einen zweiten noch mit dazu. Das Ganze wird betrieben mit USB. Wir haben hier einen USB-Anschluss dran. Das Kabel ist übrigens mit dabei. Und wir haben uns gesagt, okay, bevor ihr dann euer Handy nicht laden könnt, wir packen das Teil gleich noch mit drauf. Das ist im Prinzip ein USB-Ladegerät. Ja, ihr könnt es dann dementsprechend hier anschließen. Braucht keine extra Stecker mehr dafür. Ja, und wenn ihr dementsprechend auch mal unterwegs seid oder trotzdem schwitzen solltet, hier einfach mal abtrocknen. Und das funktioniert natürlich hier mit unseren Handtüchern. Davon packen wir in das Paket 1, 2, 3, 4 und 5. Das packen wir doch oben drauf, kostet extra, ne? Hatten wir jetzt ja gerade um. Nein, Quatsch, ihr kriegt es natürlich frisch. Also das packen wir dazu. Wir haben uns gesagt, okay, ne, wir wollen es mal nicht so teuer machen. Ihr habt alle noch Urlaub vor euch und wir machen das Ganze für einen 20. Ne? 20 Euro ab damit, ab zu euch nach Hause, oben, unten klicken und wir tun schicken.